Ja, herzlich willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 und ja, wenn du einen kleinen YouTuber unterstützen möchtest, lass ein Abo da, hau ein Like raus, das ist ein Kommentar da. Wer letzte Folge gesehen hat, der weiß, warum ich hier so am Lachen bin. Also es ist, wie gesagt, wir sind ja hier an einer Stelle angekommen, die äußerst stuckig ist. Also da musst du wirklich ein bisschen gucken, dass du hier, ja, dich da ein bisschen durchboxst. Was ich jetzt gerade komisch finde, ist da hinten. Ach nee, Moment. Da hinten stand der Kollege, ne? Der ist aber, glaube ich, mittlerweile weg. Oder steht der immer noch da? Ja, der ist mittlerweile abgehauen. Okay. Ja, wir werden diese Folge auf jeden Fall nochmal versuchen, da hinten an dieser tollen Szenerie weiterzukommen. Vor allem hoffen wir, dass wir unsere Seelen wieder bekommen. Weil, unsere Seelen, das war jetzt schon Level Up. Das wäre jetzt äußerst tragisch, wenn die weg wären. Ich hoffe einfach, dass die oben liegen und nicht unten. Das wäre nämlich echt schade, wenn die weg sind. So, weil die Typen einen verfluchen, sobald man sie angreift, würde ich eher mal den versuchen. So. Weil dieses Verfluchen kriegt man nur schlecht wieder weg. So, und jetzt müssen wir uns ja noch mit dem einen Kollegen hier vorne anlegen. Ich hoffe, das klappt wieder so gut wie in der letzten Folge. Mit Captain Loch im Bauch. Dem hat einer eine dicke Schrotflinte in den Wanst gehauen. Dieser Schild von ihm, der ist äußerst komisch. Also was der mit dem Drachenkopf da will, ist das wirklich sein Schild? Eine Glut und ein Titanitbrocken, geil. Gar nicht so schlecht. Ja, also diese Verfluchtypen, die sind schon echt hart, muss man mal so sagen. Schweig. Dich will keiner labern hören. Oh gut, unsere Seelen liegen da oben. Noch einer. So, das war das. So, jetzt möchte ich irgendwie auf diesen blöden Kronleuchter kommen, in der Hoffnung, dass wir irgendwie es schaffen, in dieses mittlere Stockwerk zu kommen, weil da immer noch einer von diesen blöden Typen hängt. Was man natürlich sonst versuchen könnte, wäre diesen einen Typen, der da unten noch steht, hier hochzuziehen. Weil das Problem ist, sobald der Kerl in der Mitte uns entdeckt hat, ich versuch's noch einmal so.
So, mein Freund, und jetzt ist Feierabend hier mit deinem Gelaber, ey. So. Zeit für Rache, allerdings. Was hast du mich Nerven gekostet? Funkeltitanit, so, sehr gut. Das ist natürlich ein belohnender Fund. So, und irgendwo da unten drin steht jetzt noch dieser komische andere Ritter. Den man so nicht sieht. Wo ist er denn? Von irgendeinem Punkt aus muss man den doch zu erspähen bekommen, damit man weiß, wo er ungefähr steht und einen angreift. Gut, ich glaube, am klügsten ist... Komm, wir lassen es hier runterfallen. Ja, ich hab's mir doch gedacht, ey. Was für ein krasser Gegner, Junge, ey. Ja, durch die Wand, weißt du? Dann ist er auch noch nicht mal dumm, weißt du? Jo, mein Freund, den hast du verdient. Oh, jetzt weg hier. Renn, renn, renn. Wo ist er? Oh. Erstmal das hier ist ein Edelstein klauen. Mann, wie sieht er? So. So, nächster Schlag ist meiner. Zack. Ciao. Oh, Alter, diese Typen sind echt heftig, ey. Also brachial stark. Nicht unbesiegbar, aber brachial stark. Und das ist eigentlich dann wirklich so ein Gegnertyp, wo ich sage, das gefällt mir gut. Da macht Dark Souls richtig Spaß und da macht es bei mir auch viele Punkte gut. Nur hier, wie gesagt, mit diesem mittleren Teil, das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Also der Kronleuchter könnte einen Ticken größer sein. Einfach nur, damit man da ein bisschen besseren Standing hat, dass man da schneller, also einfacher in den mittleren Stockwerk, ins mittlere Stockwerk kommt. Aber sonst, Moment, wir gucken mal gerade, ob hier noch irgendwo ein anderer Ausgang ist. Das hier ist auch kein Aufzug. Nein, so, da ist kein Ausgang mehr, da nicht. Da ist einer, das ist dann der richtige, alles klar, gut. Dann geht's hier weiter. Ach so, ja, warum auch nicht? Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch of the Church. Das sind zwei! Sorry, Frau, ich komm noch mal wieder. Eins, zwei, das sind drei. Wer denkt sich denn sowas aus? Was kreucht da noch rum? Ach, der eine steht da. Gut, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie killen als erstes. Thank you.
dieses Spiel, ne? Und er hat nur einen Titanitbrocken bewacht, Alter. Ich werd bescheuert, ja. Hören wir uns erstmal an, was die Dame hier oben zu sagen hat, bevor wir jetzt da runterrennen und uns mit dem dritten von denen anlegen. Speak thee the name thine own god, if thou canst. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the princess Filianor. Make they who are kin to God's name as surely kin to the terrors of the dark. Please. I bid thee take not from the princess, as the fire waneth, does she lie by the dark. All for the sake. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medea is his name, and the arch-dragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. To watch over the sleeping princess, true to thee, and yet I would have thee put the before the dark consumeth him, and his vows of. Ein Drachen töten. Thou who art kin to God's name, please take this. I have asked a thing most terrible of thee. May this token. I beg of thee, afore the dark consumeth him. I beg of thee, afore. Einen Drachen töten. Oder ihn zur Ruhe betten, darunter versteht man doch töten, oder? Das heißt, er lebt noch und er muss getötet werden. So, und jetzt zu dir, mein Klops. Mein klopsiger Klops. So, du kriegst jetzt auf jeden Fall erstmal eine Drop Attack. Wo ist er? Oh, nee, das ist viel zu hoch, Alter. Wenn er gleich zurückkommt, kriegt er auf jeden Fall eine Drop Attack. Schön doppelhändig. Ich hoffe, dass das reinhaut. Vor allem, dass wir ihn treffen, dass er nicht irgendwie... Vor allem, dass wir ihn anvisiert bekommen auch. Na, kriegen wir. Sehr gut. 3, 2, 1, meins! Bam, Junge! Mitten ins Gesicht, Alter! Jawoll! Alter! Ach, stimmt! Man kann ihm ja, ach, Drop-Attacken! Ach, ja, hatte mir ja auch jemand von euch als Tipp gegeben, ne, dass man die Typen besser Drop-Attackt. Und vor allem, da hockt doch wieder so ein Vieh, Alter. Da hocken zwei von denen im Wichser, Alter. Du hässlicher Typ, Junge, ey. Du hast überlebt, du Sack. Geh drauf! So, und jetzt noch zu dem, was da liegt. Ja, hatte mir auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben, dass man die besser Drop attackt. Und ich hatte ja auch im Sumpf herausbekommen, dass wenn man denen ins Gesicht schießt, also in diesen komischen, dieses schwarze Loch, was die im Face haben, dass die dann auch irgendwie merkwürdigerweise mehr Schaden nehmen, als wenn man sie normal bekämpft. Das ist natürlich auch wieder eine Info gewesen, die ich ein bisschen vercheckt hatte. Gottverdammte Rockträger, ey. Och nö, noch einer. Zwei. Einer rennt hoch, der andere wieder runter. Boah, das ging so gerade gut.
Toll. Ganz großes. Ja, geil. Oh. So, den haben wir so gerade noch erwischt. Wie kommt man denn da vorne auf die Brücke? Nee, da kommst du so nicht hin. Da hinten, was ist das da? Ist das ein Bonefire? Ich habe keine Flask mehr. Nee, das ist einfach nur eine Lampe. Ich habe keine Flask mehr. Das ist echt ärgerlich. Und wir haben ganz wenig Leben nur noch. Da stehen noch zwei von denen. Hundertfünfundsechzigtausend Seelen. Wartet mal gerade, ich muss mal gerade was gucken. Kann man hier irgendwie eruieren, wo dieser Gang hier hingeht? Da ist ein, das ist ein Aufzug, der da hinten ist. Das heißt, wir müssten eigentlich irgendwie von unterhalb da wieder hin zurückfinden. Also diese Brücke, also diese Treppe, die da nach unten führt, die ist heftig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die das schon mal gespielt haben, die Typen einfach alle links liegen lassen und einfach an denen vorbeirennen. Und sich dann in irgendeinen kleineren Nebengang retten. Hundertfünfundsechzigtausend Seelen weg. Ja. Wir haben nichts zu verlieren, Leute. Ich versuche das jetzt. Ich renne jetzt an denen vorbei. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es ist echt
richtig arsch gemacht. Ich weiß nicht, ich meine, ein DLC, klar, es soll schwer sein. Es ist dafür auch gedacht, dass es schwer sein soll. Das ist mir alles bewusst, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber es kann doch nicht sein, dass man jetzt 165.000 Seelen irgendwie da in der Kerbe lässt, nur weil da unten 8 von diesen Typen rumlaufen. Das ist unmenschlich. Ich meine, keiner hat gesagt, dass Dark Souls einfach ist, das ist mir klar. Aber das ist eine Hausnummer, die kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid, beim besten Willen kann ich die nicht nachvollziehen. Und dann hier die, ich meine, die Typen, die sind mir ja auch noch egal, ja? Das ist alles, hat alles seine Daseinsberechtigung, alles ist cool. Aber die Nummer hier, das ist, nee, da hört der Spaß irgendwo auf. Also, es muss ja auch machbar noch sein. Also, guckt euch das mal an, was hier einem entgegenkommt. Das sind 3 von den Typen. Ich sehe gar nichts. Hallo. Also, tut mir leid, da habe ich absolut kein Verständnis für. Wirklich nicht. Also, es tut mir wirklich leid. Es mag sein, dass ich da kleinlich bin. Mein Gott, gehst du mir auf den Sack, ey. Ich reg mich gerade tierisch darüber auf, dass mir die 165.000 Seelen da verloren gegangen sind. Das nervt mich echt. Es wären 2 Level-Ups fast gewesen, wieder einmal. Die sind jetzt komplett weg. So, die Folge ist für heute vorbei. Ist mir egal, ob 26 Minuten sind. Ich habe keinen Nerv mehr. Also tut mir leid. Also versteht mich nicht falsch. Ja, es ist wie gesagt ein DLC. Es soll schwierig sein. Vor allem, weil es halt auch Entwicklern nochmal die Möglichkeit gibt oder lässt. Ja, wir haben das Hauptspiel jetzt fertig gemacht. Wir setzen noch einen drauf. Es soll noch schwieriger werden. Aber um Gottes Willen, 8 von diesen riesengroßen Klöpsen, 3 von diesen Rittern. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo das Bonefire sein soll, aber es muss ja irgendwo da in der Ecke sein. Also ob es jetzt die Treppe ganz nach unten durch ist, ob es da ist oder ob es da hinten irgendwo bei diesem komischen anderen Ritter war, keine Ahnung. Aber es muss ja irgendwo jetzt bald mal da wieder ein Bonefire kommen. Du hast nur 15 Flask und du kannst ja nicht als Entwickler davon ausgehen, dass der Spieler 8 von diesen schwarzen Loch-Typen, also diese Riesentypen, die da auf diesen Treppen rumherlaufen, dass man davon 8, ich meine, es sind 8, ne? Oben stehen schon allein 3. Dann kommen von unten nochmal 2 hoch. Die haben wir eben auch gekillt. Und dann stehen ganz unten auch nochmal 2. Das sind 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, wenn ich es richtig gezählt habe, sind es 8 Stück. 8 verdammte von diesen Typen. Und dann kommen lassen wir diese ganzen kleinen Kauderwelsch-Typen mal auseinander, außen vor, die da außen rumstehen.
Also ich will mich hier echt nicht beschweren, aber das ist echt eine richtig sportliche Aktion. Das ist echt schwierig. Und was mich jetzt halt richtig aufregt, ist, dass wir beim Seelenstand auf Null stehen, wie ihr da oben sehen könnt. Es sind 165.000 Seelen weg und das nervt mich am meisten, weil ich hätte eigentlich gerne in diesem Run noch dieses Schwert hier nutzen wollen, weil es einfach, denke ich, ein sehr starkes Schwert sein kann, weil es auf A skaliert. Und wir es noch nicht mal auf die 10 hochgepimpt haben. Wir haben es gerade mal auf die 3 und es macht jetzt schon knapp 300 Schaden. Also, wie gesagt, das finde ich echt schade. Wir werden es natürlich weiter versuchen. Das Spiel, das Let's Play hier wird auf keinen Fall enden, bevor das Spiel hier vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es schade, wie es jetzt hier dargestellt und gelaufen ist. Also ich muss es mal so sagen, es ist eine Sache, die finde ich so schwierig und nicht in Ordnung. Also es ist knackig schwer. Es haben jede Menge Leute vor mir schon geschafft. Ja, das weiß ich. Es gibt auch mit Sicherheit Speedrunner, die hier in 5 Minuten durch sind, durch das komplette DLC. Weil sie einen Glitch benutzen und die Gegner wegschießen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber das ist ja nicht meine Intention. Meine Intention ist hier einen Blind-Run zu machen, Spaß am Spiel zu haben. Und ich muss sagen, die letzten paar Folgen, also die letzten 10 Folgen ungefähr, waren mehr Folgen dabei, wo ich gefrustet war und mir der Spaß genommen wurde, als dass es Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, ich sag das nochmal, es soll schwer sein, es soll knackig sein, es soll, ja, in eine Ecke gehen, wo man selber sagt, okay, das muss so sein, das ist Dark Souls, das ist nicht irgendein Jump'n'Run oder so. Aber es muss auch irgendwo noch machbar bleiben. Zumindest auch für Spieler wie mich, die das noch nicht zum dritten Mal durchspielen. Aber gut, das ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau oder auch Gejammer aus meiner Perspektive heraus. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr, ja, bin ein bisschen gechillter im Kopf, dass ich da auch ein bisschen sachlicher rangehe. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall erstmal aufgeregt und genug aufgeregt für heute. Ich kann ja immer noch lachen, das ist ja das Gute daran. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn ihr da neu dazugekommen seid und erst in dieser absoluten, ja, bösen Fuck-Folge hier eingeschaltet habt, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Und wenn nicht, und ihr habt verfolgt das Let's Play schon länger, natürlich auch da ein großes Dankeschön an euch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut rein, bis dahin, ciao.